Wir haben Sie eingeladen, ein paar Eindrücke zu bekommen, wie sich mit Open Hardware, Technologietransfer und Reichweite von Forschungsergebnissen steigern lassen. Mein Name ist Paul Jarchel, ich bin Student an der Berliner Hochschule für Technik, ehemals Beuth-Hochschule. Ich halte den Vortrag gemeinsam mit Martin Heuer vom Fraunhofer, IPK und Open Source Ecology Germany. Der Vortrag basiert auf einem Policy Paper, was zuletzt auf Englisch herausgekommen ist. Und sich mit einer der Ansprache einer ganz besonderen Problemstellung beschäftigt. Denn Technologietransfer an Hochschulen ist ein öffentlicher Auftrag, um Forschungsergebnisse verwertbar zu machen. Und der Standardweg sind seit spätestens 2002 Patente, die zuletzt in Diskussion geraten sind, weil die allerwenigsten von ihnen im universitären Kontext tatsächlich rentabel sind, in der Regel teuer sind. Und tatsächlich eine überraschend schlechte Transferquote aufweisen. Auch die Reproduzierbarkeit ist nicht immer in der Form gegeben. Und was wir dort empfehlen, das wird Ihnen jetzt Martin berichten. Das läuft unter dem Stichwort Open Science. Da werden Forschungsergebnisse unter einer freien Lizenz öffentlich verfügbar gemacht, unter anderem als Open Source Hardware. Öffentlich zugänglich, dass alle sie studieren, verändern. Jetzt auch an die Forschungsanstalten und Universitäten dieser Welt zu bringen, haben sich Vertreter der Open Science Community zusammengesetzt und ein Positionspapier erarbeitet, diesen GOSH Policy Brief. Da waren Vertreter vom UNESCO-Alphabet dabei, vom CERN und von anderen Forschungsanstalten, wie gesagt, aus der ganzen Welt. Da sind für uns im Grunde drei Punkte relevant. Zunächst, Open Source Hardware bringt mehr Innovationskapazität, heißt, ich muss das Rad nicht jedes Mal neu erfinden. Ich kann einfach darauf aufbauen, was andere Leute schon mal entwickelt haben. Und das ist besonders interessant, wenn ich globale Problemstellungen gemeinschaftlich lösen möchte, wie zum Beispiel eben an den SDGs zu arbeiten. Dann bringt Open Hardware auch eine effizientere, transparentere und partizipativere Forschung. Also das ganze Citizen Science Spektrum sei damit charmant abgebildet und es wird insgesamt auch ein bisschen kostengünstiger. Und das eben auch anderswo. Also sprich, Forschungsanstalten aus Ländern mit weniger industrieller Infrastruktur können sich damit auch an der Forschung beteiligen. Insgesamt führt diese Offenheit auch viel leichter zu multidisziplinären Partnerschaften, Forschung mit Zivilgesellschaft, mit Unternehmen, mit Bildungseinrichtungen etc., was dann auch die Ergebnisse besser verwertbar macht. Wie sieht sowas in der Praxis aus? Das hier ist das junge Gesicht des modernen 3D-Drucks. Polymer-3D-Druck ist bekannt seit den 80ern. Damals kosteten Maschinen irgendwas Sechsstelliges und es war so ein kleiner Nischenmarkt, der sich auch nicht besonders weiterentwickelte. Anfang der 2000er liefen dann die meisten Patente aus und dann haben sich Forscher an der University of Bath zusammengesetzt und diesen Open-Source-3D-Drucker entwickelt und dann eben auch veröffentlicht. Und daraus eskalierte dann der gesamte 3D-Druckmarkt, wie wir den heute kennen. Was Ähnliches ist auch in der Elektronik passiert mit Arduino, kam damals auch aus der Forschung. Und an der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Berlin wird an einem Open-Source-Magnetresonanztomographen gearbeitet, was dann natürlich auch ein paar sehr spannende Fragen fürs Gesundheitssystem mit sich bringt. Das seien nur exemplarische Beispiele, es setzen sich noch viele andere Hochschulen für Open-Source-Hardware ein und das aus Gründen, denn es gibt ein paar hochschulspezifische Vorteile. Genau, denn anders als man erwarten würde, sind die Vorteile nicht nur auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene zu finden, sondern es gibt tatsächlich auch trotz Open-Hardware oder Open-Source, man möge es sich nicht vorstellen, tatsächlich valide Geschäftsmodelle und Gründungsmodelle, die auch für studentische Ausgründung oder Ausgründung aus der Wissenschaft sehr valide sein können. Mehr dazu in dem spezifischen Policy Brief. Andererseits gibt es auch interessante Transfermodelle zwischen den Fachbereichen, die durch Open Hardware entstehen können und in der Vergangenheit entstanden hat. Sie haben ein wertvolles Mittel, um Wissenschaftskommunikation auf eine ganz andere Art und Weise zu betreiben und um zum Beispiel Community Building in regionalen, aber auch weltweiten Kontexten, um ihre Hochschule und um ihr Projekt aufzubauen.
Und sie haben eine sehr interessante Zusammenführung von Lehre, Forschung und Transfer, also den verschiedenen Hochschulsäulen, die sie so bisher in keinen anderen Ansätzen von sich aus provozieren konnten. Genau, was für Kernmaßnahmen können Sie ergreifen, falls Sie Interesse haben, das mal in Ihrem Kontext oder in Ihrem Technologietransferbüro an Ihrer Hochschule auszuprobieren? Es gibt mittlerweile Schulungsmaterialien für quasi alle akademischen Statusgruppen, die Sie verbreiten können oder sich selbst aneignen können. Ein nächster Schritt wäre beispielsweise, das in konkreten Strategien der Hochschulentwicklung oder in den jeweiligen Fachbereichen und Fakultäten zu verankern. Und dann wäre es sinnvoll, beispielsweise sich hochschulspezifische Schwerpunkte anzugucken, die Sie vor Ort vorfinden und dort dann spezifische Open-Hardware-Projekte anzustoßen oder vielleicht sich an bestehende des Bereiches anzuschließen. So, abschließend vielleicht noch der Verweis auf den initialen Policy Brief, den Sie dazu finden. Den finden Sie auf openhardware.science, aber Sie können sich natürlich auch jederzeit gerne an uns direkt wenden oder den beteiligten Institutionen folgen. Vielen Dank. Ich habe noch einen Nachtrag. Auch diese Folien sind Open Source. Ich kann den Link gleich nochmal teilen. Die kann man sich dann online einfach direkt angucken.